This podcast is brought to you by LMU Munich. Fangen wir sozusagen ernsthaft an. Letzte Woche habe ich ein paar Themen besprochen. Waren ethische Themen und dann Themen in der Philosophie des Geistes, wo Tiere relevant sind. Und da war mein Fokus eher die Frage, was man heutzutage zu Tiere in der Philosophie sagt. Natürlich, wie ich letzte Woche gesagt habe, könnte man ein ganzes Semester lang Vorlesungen über diese Frage halten, also Fragen zu Tieren in der jetzigen philosophischen Debatte. Unser Anliegen ist aber natürlich ein anderes, nämlich Tiere in der Geschichte der Philosophie zu besprechen. Und Sie haben in dem Plan oder auf LSF schon gesehen, vielleicht sogar im Voraus, vielleicht sind Sie sogar deswegen gekommen, dass ich mit einer sehr breiten Konzeption der Geschichte der Philosophie arbeiten werde. Das heißt, wir werden nicht nur europäische Philosophie betrachten, sondern auch nicht alle, aber viele nicht-europäische philosophische Traditionen. Islamische Philosophie wird sogar sehr betont, da werden wir so zwei Sitzungen dazu widmen. Und dann habe ich jeweils eine Sitzung zur indischen Philosophie, klassischen indischen Philosophie, klassische chinesische Philosophie und sogar afrikanische Philosophie. Wenn Sie nicht wissen, was Sie darunter vorstellen sollen, müssen Sie natürlich nur warten bis der relevanten Sitzung. Wir fangen aber trotzdem mit, sozusagen traditionsgemäß, mit den frühesten griechischen Denkern an, nämlich die Vorsokratiker. Und was ich heute machen möchte, ist, die Vorsokratiker zu besprechen, beziehungsweise Fragmente der Vorsokratiker, wo Tiere irgendwie auftauchen oder relevant sind. Dann werde ich danach Platon besprechen. Da wird meine Hauptfokussierung auf seinen Dialog Timaios liegen, wobei ich auch andere Dialoge, zum Beispiel den Phaidon, benennen werde. Zuerst ein bisschen zu den Vorsokratikern insgesamt. Da betone ich immer gern, wie lang es her ist, seit diese Philosophen gelebt haben. Sie sind so alt, dass es das Wort Philosophie noch nicht gab. Philosophie als Terminus technicus wird von Platon eingeführt und taucht bei den Vorsokratikern nicht auf. Also wenn sie sich präsentiert hätten, hätten sie sich vielleicht Sophoi genannt, also weise Männer, und fühlen sich nicht eingeschränkt, nur philosophische Themen zu besprechen, beziehungsweise haben sie überhaupt kein Konzept über was philosophische Themen sind, weil sie eben dieses griechische Wort Philosophia noch nicht verwenden. Von daher ist vorsokratische Philosophie irgendwie mit chinesischer, indischer oder afrikanischer Philosophie vergleichbar. Das sind auch Traditionen, wo das Wort Philosophie noch nicht existiert oder noch nicht existiert. Natürlich wird das später in diesen Ländern aus den europäischen Sprachen eingeführt. Aber wenn man zweifelt, dass man philosophieren kann, ohne das Wort Philosophie zu haben, muss man nichts sagen, aber es gab doch in Indien Philosophie. Man kann auch einfach sagen, ja, die Vorsokratiker werden allgemein als Philosophen anerkannt, obwohl sie nichts über Philosophie gesagt haben. Also sie sind, wie gesagt, sehr lang her, also seitdem das Wort noch nicht existiert hat, und einfach schlicht und einfach sehr, sehr lange her. Da sage ich immer gerne, dass Karl der Große, Charlemagne, ja, bekannt, ja? Also frühmittelalterliche Herrscher, er ist näher zu uns in der Zeit als für die Vorsokratiker. Das ist fast unglaublich, aber trotzdem der Fall, also um ein paar Jahrhunderte. Wie ich immer gern sage, alles, was wir aus dieser Zeit der Antike haben, sind Töpfe, Werke aus Stein und vorsokratische Philosophie oder andere Literatur, zum Beispiel Homer, Hesiod. Und das kommt natürlich nicht davon, dass wir die Texte
irgendwo begraben gefunden haben, sondern dass Texte aus der Antike immer wieder mit der Hand kopiert wurde durch die spätantike Zeit und dann vor allem in Byzanz. Und es ist eigentlich ausschließlich durch byzantinische Handschriften, dass wir antike Philosophie im Allgemeinen noch lesen können. Zum Beispiel Platon, alle seine Werke, soweit wie wir wissen, sind auf Altgriechisch erhalten. Das ist erstaunlich, wenn man das wirklich überlegt, wie lang das her ist. Ich meine, das ist buchstäblich, das ist alles geschrieben in einer Zeit, wovon wir fast gar nichts wissen, bis auf Archäologie. Trotzdem haben wir die Texte, weil sie immer so geschätzt wurden, dass Wissenschaftler und vor allem Schreiber die Mühe gegeben haben, die Texte zu kopieren. Natürlich muss man das regelmäßig machen, weil die Bücher werden alt, zerfallen und so weiter. Feuer, Feuchtigkeit. Es gibt viele Gründe, warum Texte dann zugrunde gehen und nicht mehr verfügbar sind. Im Gegensatz dazu sind die Forsikratiker überhaupt nicht erhalten. Wenn man unter erhalten versteht, dass wir die Bücher als ganze Bücher besitzen. Es gibt kein Buch, kein erhaltenes Buch von einem vorsokratischen Philosoph, gar keins. Der erste Philosoph, für wen wir ganze Bücher haben oder ganze Texte, ist Platon. Übrigens, ich habe heute die Eule ausgesucht, um Athen zu ehren. Aber die Vorsokratiker, im Gegensatz zu Platon, haben vorwiegend nicht in Athen gelebt. Die ersten Vorsokratiker lebten an der Küste von der jetzigen Türkei, vor allem um der Stadt Milet. Pythagoras ist aus Italien, Parmenides auch und so weiter. Also diese Texte, die in ganz Mittelmeer geschrieben wurden, sind nicht erhalten. Wir kennen sie nur durch Zitate aus späteren, nicht nur Philosophen, sondern Autoren im Allgemeinen. Zum Beispiel Aristoteles. Aristoteles berichtet und zitiert aus den vorsokratischen Philosophen oft nur, um sie einfach zu widerlegen oder zu sagen, ja, zum Beispiel Thales hatte eigentlich eine gute Idee, aber das können wir deutlich verbessern und dann geht er weiter. Bei Aristoteles ist es eher selten, dass er wortwörtlich zitiert. Normalerweise paraphrasiert er oder er fasst zusammen, was die vorsokratischen Denker zu sagen haben. Und es ist manchmal sogar unklar, wie wortwörtlich das ist. Also ob die Wortwahl von Aristoteles stammt oder von dem vorsokratischen Denker. Manchmal bei Aristoteles, auch manchmal bei Platon und auch bei späteren Autoren in der Spätantike, vor allem bei Kirchenväter, die vorsokratische Denker auch widerlegen wollten, oder Kommentatoren zu Aristoteles, zum Beispiel Simplicius, haben wir sogar längere Textstücke, wo es wirklich klar ist, dass wir die eigentlichen Texte haben. Da muss man aber auch bedenken, dass zum Beispiel Simplicius, das ist ein spätantiker Kommentator, sogar aus dem 6. Jahrhundert nach Christus, also mehr als ein Jahrtausend nach diesen Vorsokratikern. Also er ist viel näher zu Karl der Große als zu den Vorsokratikern zum Beispiel. Simplicius will diese Texte zitieren, gerade weil sie nicht mehr verfügbar sind oder sehr schwer verfügbar sind. Zum Beispiel Parmenides, sein Gedicht, zitiert er sehr ausführlich, weil er weiß, dass es sehr schwierig ist, Kopien von diesem Text zu finden. Das wollte er auch machen, weil er als heidnischer Philosoph das philosophische Reichtum der heidnischen Kultur aufbewahren wollte in einer Zeit, wo Christentum schon die Macht ergriffen hatte. Also es ist praktisch ein gegenchristliches Projekt, was er da macht, und das ist ein Grund, warum er diese Vorsokratiker zitiert. Also wenn man das überlegt, ist es wirklich, wirklich durch Zufall und viele Zufälle sogar, dass wir überhaupt diese Berichte und Testimonien uns manchmal, wenn wir Glück haben, sogar Fragmente
also das heißt bruchstückige Zitaten aus den Vorsichtsartikeln überhaupt besitzen und lesen können. Also wir sollen sehr dankbar sein, dass das möglich ist, sonst würde ich mit Platon anfangen müssen. Okay, was sagen die Vorsichtsartikel zur Tiere? Eigentlich relativ viel, vor allem wenn man, wenn man das betrachtet, was ich gerade gesagt habe, dass es ein Wunder ist, dass wir überhaupt was von den Vorsichtsartikeln haben. Es ist noch wunderlicher, dass wir relativ viel über Tiere sagen können. Und das in verschiedenen Kontexten. Es gibt natürlich, vielleicht nicht natürlich, aber es gibt keine, es gab keine vorsokratische Werke nur zu diesem Thema, also Heraklit zu Tiere, das gibt es nicht. Was wir stattdessen haben, sind verschiedene Fragmente und Testimonien, wo Tiere irgendwie erwähnt werden, manchmal ziemlich en passant oder nur um einen anderen Punkt zu machen. Trotzdem können wir die Vorsokratiker nutzen, um drei große Themen zu beobachten, die uns durch das ganze Semester verfolgen werden. Oder vielleicht verfolgen wir die Themen, aber die begleiten uns durch das Semester. Und zwar diese drei Themen. Und das ist ein Grund, warum ich mit den Vorsokratikern anfangen wollte, weil man diese drei Themen sehr gut sogar bei den Vorsokratikern beobachten kann. Die Themen tauchen dann wieder in der indischen Tradition zum Beispiel auch auf, sogar in der afrikanischen Tradition. Also man könnte vielleicht vorsichtig sagen, dass diese drei Themen irgendwie automatisch vorkommen, wenn man philosophisch über Tiere reflektiert. Und die erste zwei sind irgendwie offensichtlich und sind miteinander verwandt oder sind sogar entgegengesetzte Ideen über Tiere. Einerseits, und vielleicht ist das Erste, was einfällt, wenn man Philosophie, ich wollte nur sicherstellen, was ich als Erstes aufgeschrieben habe, vielleicht ist das Erste, was einfällt, wenn man philosophisch über Tiere reflektiert. Tiere sind keine Menschen, sind auch keine Steine oder Pflanzen, also bilden eine Gattung, die mit uns irgendwie verwandt ist, das ist der zweite Punkt, aber trotzdem anders. Und wir können vielleicht besser Menschen verstehen, wenn wir verstehen, was Tiere sind. Oder beziehungsweise wir können Menschen besser verstehen, wenn wir verstehen, wie Menschen von Tieren oder was Menschen von Tieren unterscheidet. Zum Beispiel Denken oder Rationalität. Eine These, die sehr grundlegend für die Geschichte der Philosophie, mindestens für die europäische Geschichte der Philosophie, ist natürlich, dass Tiere nicht rational sind und dass wir als rationale Wesen von Tieren unterschiedlich sind. Und deswegen zum Beispiel die ethische Behauptung, dass Menschen viel mehr wertvoll sind als Tiere, weil Tiere keine Rationalität besitzen, wir schon. Wir haben zum Beispiel letzte Woche gesehen, dass manche behaupten würden, dass Menschen Personen sind, Tiere nicht. Das ist sehr nah oder wird vielleicht sogar dadurch begründet, durch die These, dass nur Menschen Rationalität besitzen, nur Personen oder nur rationelle Wesen sind Personen und deswegen sind Tiere irgendwie weniger wertvoll oder vielleicht gar nicht wertvoll im Vergleich zu Menschen. Das ist natürlich eine sehr genaue Behauptung, ist aber ein Beispiel von dieser allgemeinen Behauptung, nämlich dass Tiere und Menschen irgendwie grundsätzlich anders sind. Und dass wir vielleicht, wie gesagt, die Menschheit besser verstehen, wenn wir verstehen, inwiefern Menschen von Tieren unterschieden sind. Übrigens, da fällt vielleicht auf, dass wir hier ein Problem haben oder vielleicht, dass einen fraglichen Schritt genommen würde, nämlich, dass Tiere einfach pauschal als eine einheitliche Gattung hier dann als Masse dann unter dem Namen Tier
alle eingeordnet werden. Und das ist nicht so offensichtlich. Zum Beispiel scheint es, dass Affen mehr mit Menschen gemeinsam haben, als mit zum Beispiel Würmer. Also Wurm, Affe, Mensch. Zu wem ist der Affe ähnlicher? Dem Wurm oder dem Mensch? Offensichtlich dem Mensch. Trotzdem sagen wir, alle Tiere, von Insekten auf bis Affen und Delfine und die ganz fortgeschrittenen Tiere, die werden alle als Tier betrachtet. Und man könnte sich fragen, warum? Wir werden viele Antworten zu dieser Frage sehen im Laufe des Semesters. Trotzdem kann man mindestens sagen, dass es in der altgriechischen Sprache ein Wort gegeben hat für Tier, nämlich Zoon. Davon haben wir andere Wörter wie Zoologie natürlich, also Studie der Tiere. Und wir können mindestens festhalten, dass die Altgriechen ein Begriff und ein Konzept Tier hatten, genau wie wir. Und das deckt eigentlich genau das ab, was unser Wort Tier abdeckt. Okay, das ist die erste große Idee, die für uns wichtig sein wird. Zweite Idee ist einfach der Gegenteil dazu, nämlich dass Menschen und Tiere, obwohl sie unterschiedlich sind, auch vieles gemeinsam haben. Zum Beispiel sind sie beide Lebewesen. Das Wort Zoon kommt sogar von dem Verb sehen, leben. Also das ist ein Lebewesen oder ein Lebendes, ist ein Tier. Ich weiß nicht, was die Etymologie von Tier ist. Eine interessante Frage. Aber das englische Wort animal ist auch sehr ähnlich. Also anima, Seele, das ist das Beseelte. Ja? Animal. Das ist natürlich aus dem Lateinischen. Tier ist wahrscheinlich einfach, weiß das jemand? Germanistik? Ja? Vielleicht Tiriyaj in Sanskrit, Quergänger. Oh, okay. Das ist interessant. Tiriyaj, Quergänger. Das wäre einleuchten, weil, wie wir sehen werden, wird es oft sogar bei Platon und dann von Aristoteles auch gesagt, dass Tiere selbstbewegende Wesen sind. Also Bewegung ist sehr nah an diesem Begriff, also oder sehr nah an, also wenn man überlegt, was ist diese Gattung von Tier, eine Idee wäre, ein Tier ist das, was sich bewegen kann, im Gegensatz zu Pflanzen. Ob das stimmt, ist natürlich eine interessante, ich meine, Sonnenblumen können sich drehen und so weiter, aber trotzdem. Okay, auf jeden Fall, die hatten das Wort Tier oder ein Wort mit der Bedeutung Tier und sie haben auch gesehen, dass das, was Tiere kennzeichnet, auch bei Menschen vorkommt. Wir sind auch lebende Lebewesen, wir können auch wahrnehmen, wir können uns auch spontan bewegen, wir können Ziele verfolgen, alle Sachen, die auch Tiere machen können. Und von daher ist naheliegend zu sagen, das, was Aristoteles bekanntlich sagt, nämlich, dass man den Mensch als eine bestimmte Art von Tier definieren kann, ein rationales Tier, also ein Tier, das denken kann. Und wir haben deswegen sozusagen ein Hin und Her immer in der Geschichte der Philosophie zwischen der Idee, wir sind auch Tiere, oder Tiere haben mit uns viel gemeinsam und der Idee und dann haben wir die Idee, wir sind von Tieren sehr unterschiedlich, wir sind anders als Tiere. Und die zwei Ideen sind fast immer präsent in philosophischen Ideen zu Tier. Okay, ein drittes Thema, was schon bei den Postsokratikern vorkommt, ist, dass Tiere vorbildlich als Beispiel dienen können für ein Phänomen, das auch allgemein in der Natur auftaucht, nämlich, dass Tiere vollkommen sind oder gut gestaltet sind. Die sind harmonisch gebaut, gut gebaut. Das ist, was man auf, zum Beispiel in der Philosophie der Religion, sagt man manchmal, dass die Welt gut gebaut ist,
oder gestaltet ist. Man spricht in Englisch von dem Design Argument, also die ganze Welt zeigt, dass ein Designer, also ein Gestalter, dann tätig war, um diese Welt zu schaffen. Und das Beispiel schlechthin dafür ist einerseits der Mensch natürlich, aber auch ein Tier. Wenn man zum Beispiel an eine Giraffe denkt, wir denken an den langen Hals, perfekt, um Blätter zu erreichen. Ja, also sehr gut durchdacht, sozusagen. Und niemand würde einen Giraffen anschauen und denken, oh, das ist nur Zufall. Man würde denken, ah, jemand hatte das vor, ja, dass die Giraffe sich so ernähren soll und deswegen so einen langen Hals haben soll. Oder vielleicht doch. Vielleicht würde jemand doch sagen, das ist durch Zufall, nämlich, ich habe erwartet, dass sie alle Darwin sagen, nämlich Darwin, ja, oder auch Empedokles, ein vorsokratischer Denker, den man oft als sozusagen Vorgänger von Darwin nimmt. Aber diese Idee der guten Gestaltung ist in der Geschichte der Philosophie, wenn es um Tiere geht, sehr oft präsent und führt auch sogar zu der weiteren Idee, dass das ganze Universum, der Kosmos, tierähnlich ist oder sogar ein Tier ist. Und das werden wir heute bei Platon sehen. Also dann wäre die Idee, das Universum ist ein Lebewesen und hat andere Lebewesen als Teile, nämlich Ochsen, Giraffen, Affen, Würmer und Menschen. Okay, so, das sind drei Leitthemen, die ich dann voraus erwähnen wollte. Jetzt kommen wir zu die Vorsokratiker selbst und fangen mit den frühesten Vorsokratikern, die, wie gesagt, an der Küste von der jetzigen Türkei gelebt haben. Vielleicht fange ich mit Heraklit an, Heraklit von Ephesus. Den wollte ich erwähnen, nicht weil er so viele Tiere zusammen hat, aber er ist ein sehr gutes Beispiel für den ersten Punkt. Das heißt, für den Punkt, dass Tiere uns irgendwie gegenübersetzen, also sie sind uns fremd. Und das kommt in mehreren Fragmenten vor, wo er darauf hinweisen will, dass Tiere vielleicht eine andere Sichtweise auf die Welt haben wie wir. Zum Beispiel sagt er, Esel würden eher Hackstreu wählen als Gold. Er sagt, und dann habe ich andere Beispiele hier aufgeschrieben, Schweine fühlen sich wohler im Kot als in sauberem Wasser. Das ist natürlich ähnlich, also Esel zieht Hackstreu vor Gold, Schweine ziehen Kot vor Wasser. Er hat auch gesagt, Meer, das sauberste und zugleich das verfaulste Wasser, für Fische zwar trinkbar und heilsam, doch für Menschen nicht trinkbar und veränderlich. Entschuldigung, unverderblich. Also nochmal, Meer, das sauberste und zugleich das verfaulste Wasser, für Fische zwar trinkbar und heilsam, doch für Menschen nicht trinkbar und verderblich. Okay, was ist hier der Punkt? Natürlich nicht, dass er eine Art Zoologie machen wollte, sondern kommen diese Tiere vor, um einen allgemeinen Punkt zu machen, der für seine ganze Philosophie sehr wichtig ist, nämlich, dass wir in der Natur oder in dem ganzen Universum immer beobachten, dass entgegengesetzte Eigenschaften zusammenkommen. Also vielleicht das klarste Beispiel ist, dass ein Pfad oder eine Straße ist der Weg hinauf und gleichzeitig der Weg hinunter. Also weil es darauf ankommt, in welche Richtung man geht. Ja. Wenn Sie ein Fragment aus Heraklit kennen, dann wahrscheinlich das mit dem Fluss, dass man nicht zweimal in einen Fluss hineintreten kann, haben Sie wahrscheinlich alle gehört. Und Sie haben wahrscheinlich auch
irgendwie mindestens vage die Idee, dass er dadurch zeigen wollte, dass alles ständig in Veränderung ist, weil ein Fluss sich ständig verändert und es ist nie das gleiche Wasser oder der gleiche Fluss. Ja? Das ist eine Herauslegung von, oder eine Auslegung von Heraklit, die wir schon bei Platon finden. Also Heraklit ist der Meister der Veränderung, Bewegung, alles ist ständig in Bewegung, Pantare, alles fließt. Ja? Aber das ist mindestens meiner Meinung nach eine falsche Interpretation. Vielmehr wollte Heraklit betonen, dass diese entgegengesetzte Phänomene zusammenkommen und dass wir als Menschen oft nur die eine Seite sehen, was wir aber durch seine Philosophie erkennen können, ist die Einheit, die eigentlich alles unterliegt. Das nannte er den Logos. Das ist ein kompliziertes Wort, kann zum Beispiel Erzählung oder Theorie oder Wort heißen. In Wörtern wie Zoologie, die Ologie, das Ologie-Teil, kommt von Logos. Ja? Also ein Logos über Tiere. Ja? Und um diese Einheit zu beweisen oder mindestens darauf zu deuten, hat Heraklit all diese Beispiele gebracht, wo er sagt, oh, hier sind zwei entgegengesetzte Phänomene oder Ideen und die kommen zusammen, zum Beispiel mit der Straße oder mit diesen Zitaten über Tiere. Das betrifft auch den Fragment zu dem Fluss, weil also diese allgemeine Version, die Sie vielleicht gehört haben, das ist falsch wahrscheinlich. Die ursprüngliche Fassung hieß sowas wie, über die, die in denselben Flüssen steigen, fließen immer andere Gewässer. Also es heißt, ein Fluss, verschiedene Wässer. Ja? Also es ist einerseits dasselbe Ding, andererseits ein anderes Ding. Selber Fluss, anderes Wasser. Also nochmal entgegengesetzte Eigenschaften, die zusammenkommen. Und das betrifft natürlich unsere Zitate zu Tiere. Esel würden eher Hackstreu wählen als Gold oder Schweine mögen Kot lieber als sauberes Wasser und so weiter. Die Idee hier ist, dass selbst die Idee, dass irgendwas wertvoll ist, ist eine Feststellung, die mit der entgegengesetzten Feststellung zusammenkommen kann. Zum Beispiel Gold ist gleichzeitig wertvoll und wertlos. Es kommt darauf an, wer man ist. Als Mensch ist Gold wertvoll, für Esel ist Gold wertlos, Hackstreu ist viel wertvoller. Man könnte diese Idee in eine skeptische Richtung führen. Und das hat ein viel späterer griechischer Denker Sextus Empiricus gemacht. Sextus ist aus dem 2. Jahrhundert nach Christus und ist der wichtigste spätantike Skeptiker. Er bringt in seinen Werken eine ganze Reihe von skeptischen Argumenten und eine Argument oder vielleicht eine Argumentsart, die er gern verwendet, ist zu sagen, dass eine bestimmte Eigenschaft von manchen festgestellt wird und von anderen verneint wird. Klassisches Beispiel, das kommt schon bei Platon vor in dem Dialog Theaetetus. Manchmal sagt einer, dass ein Wind kalt ist, der andere sagt, dass das gleiche Wind warm ist. Und diese verschiedenen entgegengesetzte Sichtweisen auf die Dinge haben als Folge, laut Sextus, dass man nichts allgemein oder nichts mit Sicherheit feststellen kann, was oder welche Eigenschaften die Dinge tatsächlich haben. Zum Beispiel ist der Wind kalt oder warm. Es kommt darauf an, wen man fragt. Das ist vielleicht eine Art Relativismus. Und um diesen Punkt zu machen, sagt Sextus unter anderem, du kannst nicht nur verschiedene Menschen erwähnen, sondern auch Menschen und Tiere.
Und dann sind solche Beispiele sehr gut. Zum Beispiel, ist Gold wertvoll? Es kommt drauf an. Wenn man Donald Trump fragt, dann sagt er, ja, auf jeden Fall. Wenn man einen Esel fragt, okay, hier ist die Gegenüberstellung vielleicht etwas verschwommen. Wobei Esel ist natürlich das Tier der Demokratischen Partei. Also von daher, auf jeden Fall. Wenn man ein Tier fragt, dann sagt das Tier, dass Gold wertlos ist. Also das sind diese Beispiele sind für Heraklits Philosophie im Allgemeinen einleuchtend, aber es sind auch ein sehr gutes Beispiel von Punkt 1. Ein anderer sehr früher Philosoph, der Tiere erwähnt, ist Xenophanes. Und er ist wieder ein Beispiel von einem Philosoph, der Tiere erwähnt, um zu betonen, dass sie sozusagen eine andere Gattung bilden als die Menschen. Und hier ist das beste Fragment, ein Zitat von ihm über griechische Religion. Das ist allgemein der Fall, dass die vorsokratischen Denker oft ziemlich kritisch der traditionellen griechischen Religion gegenüber waren. Und Xenophanes ist das erste Beispiel davon. Und verspottet traditionelle Ideen über die Götter, also dass die Götter praktisch mächtige Menschen sind, die kämpfen können, sich verlieben können, sich gegenseitig betrügen können und so weiter. Er hat das alles abgelehnt und gesagt, dass Gott, also er hat sozusagen einen philosophischen Gott, der eins ist und der nur denkt. Die ganze Theorie müssen wir nicht diskutieren, aber sein Verständnis über Gott war sehr, sehr anders als das, was wir zum Beispiel bei Homer oder Hesiod finden. Und er kritisiert Hesiod und Homer namentlich, übrigens kritisiert er auch Heraklit, sagt, dass ihre Vorstellungen über Religion lächerlich sind. Und um diesen Punkt zu machen, sagt er Folgendes: Wenn die Ochsen und Löwen Hände hätten oder malen könnten mit ihren Händen und Werke bilden wie die Menschen, so würden die Rosse rossähnliche, die Ochsen ochsenähnliche Göttergestalten malen und solche Körper bilden, wie jede Art gerade selbst das Aussehen hätte. Okay, also hier ist der Punkt, wenn ein Löwe in der Lage wäre zu überlegen, wie schaut Gott aus? Der Löwe würde sagen, wie ein Gott. Oh, Entschuldigung. Der Löwe würde sagen, wie ein Löwe. Ja? Aber noch besser. Vielleicht ein größerer Löwe mit ganz schöner Mähne, wie ich in der Aufnahme haben werde. Und natürlich ist sein Punkt hier, die allgemeine Idee oder die damals gängige Idee, dass Götter eigentlich wie Menschen sind. Er wollte das sich darüber lächerlich machen. Wenn man zum Beispiel an das Gemälde an dem Dach von der Sistinischen Kapelle denkt, da ist Gott buchstäblich als ein Mensch vorgestellt. Das ist genau, was Xenophanes, ein Schüler von Platon, da muss man immer vorsichtig sein. Das ist genau, was Xenophanes ablehnen will. Andererseits gibt es einen zweiten Fragment, der den gleichen Punkt macht, aber mit Menschen. Also er hat gesagt, die Äthiopen behaupten, ihre Götter seien schwarz und stumpfnasig, die Thraker blauäugig und rothaarig. Das ist ein Punkt, den er entweder mit Mensch und Tier machen kann oder mit sozusagen Unterarten von Menschen machen kann, nämlich afrikanische Menschen und europäische Menschen oder südafrikanische Menschen und nordeuropäische Menschen. Also vielleicht soll man nicht so viel Gewicht drauflegen, dass er Tiere als Beispiel nimmt, aber trotzdem sieht man, dass wenn er auf ein Beispiel kommen will, wie man aus sehr verschiedenen Sichtweisen irgendwas betrachten kann, ist für ihn naheliegend, Tier und Mensch gegenüberzustellen, genau wie wir unter diesem ersten Punkt erwarten würden.
Übrigens, bei Xenophanes haben wir auch ein erstes Beispiel von einem allgemeinen Phänomen, was bei Empedokles dann seinen Gipfel erreichen wird, nämlich, dass manche vorsokratische Denker erstens im Allgemeinen wissenschaftliche Interessen hatten, also Mathematik, Physik, Kosmologie und so weiter, aber auch Zoologie und haben dann Theorien entwickelt, wie Tiere gebaut sind, dann Stichwort Punkt 3, oder einfach wissenschaftliche Untersuchungen zu nichtmenschlichen Tieren unternommen haben. Und für diese ganz frühe Vorsokratiker haben wir nicht sehr viel in diese Richtung. Trotzdem haben wir einen sehr interessanten Bericht über Xenophanes, nämlich das folgende. Xenophanes ist der Meinung, es finde eine Mischung der Erde mit dem Meer statt und die Erde werde mit der Zeit von Feuchten aufgelöst. Dafür erklärt er die folgenden Beweise zu haben. Im Landesinnern und im Gebirge findet man Muscheln. Und in Syracuse, sagt er, wurden in den Steinbrücken Abdrücke eines Fischs und von Meeresstangen gefunden. Diese Dinge sind, wie er sagt, entstanden, als vor langer Zeit alles verschlammt gewesen sei und der Abdruck sei im Schlamm durch Trocknung fest geworden. Sehr einfallsreich natürlich und natürlich sogar richtig. Das ist schön zu sehen, dass es unter den ersten Berichten oder Sätzen überhaupt aus der europäischen Wissenschaft zu irgendwas und es ist genau richtig. Also Wissenschaft ist doch leicht. Also das ist natürlich keine tiefe Erklärung über die Natur der Tiere oder sowas, aber ich fand es trotzdem interessant zu erwähnen, dass Tiere hier vorkommen in dieser wissenschaftlichen Beobachtung. Und was vielleicht hier auch nicht irrelevant ist, wäre die implizite Annahme, dass die Tiere, die vor langer Zeit existiert haben, genauso sind wie die Tiere jetzt. Und wie wir sehen, weil diese antike Fische sind eigentlich nur Fische und wir finden sie versteinert in Gebirge, diese Fossilien sind genau wie Fische jetzt, anscheinend. Wie wir sehen werden, auch bei Aristoteles, ist das ein kontroversielles Thema. Also die Frage, ob die Tiere mit der Zeit verwandeln oder ob sie immer dasselbe sind. Aristoteles ist der Ansicht, dass Tierarten ewig sind und nicht veränderlich sind. Andere Philosophen aus der Antike, auch andere Vorsokratiker, teilen diese Meinung nicht. Okay, es gibt auch aber frühe griechische vorsokratische Theorien sogar zu der Entstehung von Tieren. Und dafür ist ein gutes Beispiel ein anderer miletischer Philosoph namens Anaximander. Und er hatte eine schöne Theorie über die ursprüngliche Generation von Tieren. Also heutzutage, wir wissen, wie Tiere sich fortpflanzen. Das ist ein bisschen früh am Tag, um das detailliert zu besprechen, aber Sie wissen schon, wie Fortpflanzung, grob wissen Sie, wie das funktioniert, sogar die jüngeren Menschen unter Ihnen. Aber man könnte die Frage stellen, okay, woher kommen Tiere aber ursprünglich? Eine Idee wäre zu sagen, nirgendwoher. Es gab immer Tiere, und zwar die Tiere, die jetzt existieren, das ist Aristoteles, aber die vorsokratischen Denker neigen eher dazu zu sagen, dass wir irgendwie irgendein kosmisches Prozess haben, wodurch Tiere irgendwie entstehen. Dafür ist das früheste Beispiel, soweit wie ich weiß, Anaximander. Cooler Name auch, Anaximander, falls Sie noch jung genug sind, um selbst fortzupflanzen und Sie einen Sohn haben, würde ich sehr empfehlen, dass Sie überlegen, den Sohn Anaximander zu nennen. Das ist, stellen Sie sich vor, er kommt in die Grundschule und sagt, ich bin ein Anaximander. Toll. Okay, er sagte, Anaximander, oder das ist nochmal ein Bericht über ihn. Er stellte sich vor, dass aus Wasser und Erde, die erwärmt waren, Fische
oder jedenfalls Lebewesen entstanden sind, die den Fischen sehr ähnlich waren. In ihnen hätten sich die Menschen entwickelt, im Inneren wie Embryonen bis zur Reife festgehalten. Dann erst seien jene aufgeplatzt und es seien aus ihnen Männer und Frauen herausgekommen, die sich bereits selbst ernähren konnten. Ja, yeah, das nenne ich Wissenschaft. Man sieht hier übrigens, Nebenbemerkung, wie ungenau diese Berichte manchmal sind, weil der Bericht, der sagt, die waren Fische oder jedenfalls Lebewesen, die den Fischen ähnlich waren. Man sieht, dass es schon unklar geworden ist, genau was Anaximander sagen wollte. Aber die Idee ist, durch ein natürliches Prozess entstehen Fische und daraus kommen Menschen. Und die werden irgendwie in den Innereien der Fischen irgendwie gekocht oder vorbereitet. Sehr schöne Idee. Und was man vielleicht hier, also da könnte man mehreres dazu sagen, was für uns interessant ist. Erstens scheint es davon auszugehen, dass Fische, vielleicht hier im Allgemeinen, einfacher sind als Menschen. Deswegen kann man einen Fisch durch ein krasses physisches Prozess unmittelbar produzieren, aber man braucht zwei Schritte, um Menschen zu erreichen. Also man kann einfach Feuchte und Wärme zusammenbringen und daraus Fische machen. Und deswegen sind Fische leben immer noch in dieser Feuchte oder im Wasser. Aber um Menschen zu machen, braucht man sozusagen einen organischen Zusammenhang. Man könnte nie Menschen einfach aus Erde und Wasser produzieren. Man kann Menschen nur aus anderen Lebewesen produzieren. Nämlich diese einfachere Lebewesen, Fische. Also hier sind wir wieder bei Punkt 1. Wir sind fortgeschrittener, wir sind beeindruckender. Deswegen ist es schwieriger, uns zu produzieren, als Fische zu produzieren. Andererseits sind wir auch bei Punkt 2. Weil Fische und wir sehr eng verwandt sind, die sind sogar unsere Mutter irgendwie. Weil wir kommen aus den Innereien der Fische ursprünglich. Das ist interessant. Er hat übrigens auch gesagt, der Mensch sei anfangs einem anderen Lebewesen ähnlich gewesen, nämlich einen Fisch. Also diese ursprünglichen Menschen waren fischähnlich irgendwie, weil sie aus Fische entstanden sind. Vielleicht könnte man hier sogar eine gewisse Neigung zu einer Evolutionstheorie erkennen. Bevor wir die frühe Denker dann verlassen, wollte ich auch Anaximenes erwähnen, nicht mit Anaximander zu verwechseln. Natürlich. Wobei, wenn sie zwei Söhne hätten, Anaximander und Anaximenes, das wäre schon was, ja. Anaximenes, hör auf! Okay. Anaximenes war ein vorsokratischer Denker, der alles durch ein Prinzip erklären wollte. Das kommt auch oft vor bei den Vorsokratikern, wie Aristoteles auch betont, dass sie oft ein Prinzip aussuchen, wodurch sie alles erklären können, zum Beispiel Wasser bei Thales oder Luft bei Anaximenes. Und Anaximenes hat was... Wie bitte? Anaximander, was hat er als Prinzip genommen? Das Aperon, das Unbegrenzte, ja. Oder das... Ja, nicht bestimmte, genau. Also kein physisches Prinzip vielleicht, sondern ein abstraktes Prinzip. Und Anaximenes hat was Interessantes gesagt, was für Punkt 3 relevant ist. Er hat gesagt, wie unsere Seele die Luft ist und uns beherrschen zusammenhält, so umfasst auch den ganzen Kosmos Atem und Luft. Also hier wird den Mensch mit dem ganzen Kosmos verglichen. Das ist natürlich ein Vorschlag, was sehr oft in der Geschichte der Philosophie vorkommt, dass der Mensch ein sogenannter Mikrokosmos ist, also ein kleiner Kosmos. Oder man könnte sagen, dass der Kosmos ein Makroanthropos ist, ein großer Mensch. Und Sie könnten natürlich sagen,
hey, das hat gar nichts mit Tieren zu tun, aber da würde ich trotzdem bemerken, dass die Ähnlichkeit zwischen Kosmos und Mensch liegt darin, dass Luft uns zusammenhält und den Kosmos, weil wir atmen können. Und also Luft hält uns zusammen wie den Kosmos. Wieso hält Luft den Kosmos zusammen? Nicht ganz klar, aber vielleicht, weil wir Erde, Himmel haben und dazwischen Luft. Also hält alles zusammen. Das ist intuitiv plausibel. Aber die Tatsache, dass wir atmen, ist natürlich nichts, was Menschen eigen ist. Andere Tiere können auch atmen. Also ich würde sagen, dass diese Beobachtung wahrscheinlich allgemein ein Transfer von Tierarten zu Kosmos ist. Das ist vielleicht unter den ersten Beispielen, wenn nicht das erste Beispiel, von einem Fragment oder von einem Denker, der behaupten will, dass der Kosmos ähnlich ist zu einem Lebewesen. Und das nochmal werden wir öfters in unserer Geschichte sehen. Okay, vielleicht mache ich da Pause, falls jemand Fragen hat. Okay, Sie werden am Ende auch wieder eine Chance haben. Dann gehen wir unmittelbar zu die Pythagoreer. Wahrscheinlich haben Sie deswegen keine Fragen gestellt, weil Sie wollten unbedingt hören, was die Pythagoreer sagen. Pythagoras und seine Schule sind natürlich dafür bekannt, dass sie das ganze Universum durch Mathematik verstehen wollten, dass sie verschiedene religiöse Ritualien hatten, dass sie verschiedene Regelungen gehalten haben, zum Beispiel, dass man manche Sachen nicht essen darf, Bohnen dürfte man nicht essen und Fleisch. Sie sind die erste Vegetarier und das ist schon interessant für uns. Also wahrscheinlich das erste Beispiel in der Geschichte der Philosophie, wo wir ein Gesetz oder eine ethische Regelung gegen Tierkonsum finden. Und man fragt sich, warum? Und die Antwort scheint auf der Hand zu liegen, nämlich, dass die Pythagoreer auch bekanntlich an Wiedergeburt geglaubt haben oder Transmigration. Das kann von einem Menschkörper zu einem anderen Menschkörper bedeuten. Zum Beispiel Pythagoras selbst konnte an seine früheren Leben erinnern, konnte sich daran erinnern, wer er war. Und in diesen früheren Leben war er auch Mensch. Zum Beispiel in einem Leben war er eine Prostituierte, interessanterweise. Aber er hat nicht gesagt, ich war vorher ein Huhn oder ein Eidechse oder sowas. Er hat sich an menschliche Leben erinnern können. Trotzdem, aber trotzdem gibt es auch dafür Belege, dass die Pythagoreer akzeptiert haben, dass die Seele, die sich jetzt in einem Mensch befindet, vielleicht vorher in dem Körper eines Tiers war. Zum Beispiel haben wir den spätantiken Philosoph Neuplatoniker Porphyrios, der später für uns sehr wichtig sein wird. Ich werde sogar eine ganze Vorlesung zu Porphyrios halten, weil er so spannend ist für unser Thema. Ich würde sagen, er ist mit Abstand der interessanteste griechische Denker für Philosophie der Tiere. Und in dem Werk, den wir dann später besprechen werden, sagt er, dass für die Pythagoreer die Seele sich in andere Arten von Lebewesen verwandeln kann. Er verwendet hier das Wort Genos, Plural Gene, Art oder Gattung. Ja? Also die Idee hier ist, dass das Lebewesen in verschiedenen Gattungen oder Arten vorkommen und dass die Seele sozusagen so beliebig von einer Art zur anderen übergehen kann. Also wenn wir sterben, werden wir im nächsten Leben vielleicht
Huhn oder Eidechse oder Eule. Und im letzten Leben waren wir vielleicht Eule oder Eidechse oder Huhn oder was auch immer. Und es ist relativ klar von daher, warum die Pythagoreer was dagegen haben könnten, wenn man Tiere isst oder wenn man Fleisch isst, nämlich dass man vielleicht einen ehemaligen Mensch isst und das wäre Kannibalismus. Schlecht. Wobei sie das nicht genau sagen. Wir haben einen Bericht über Pythagoras, was sehr interessant ist und kommt sogar von Xenophanes, den Philosoph, den ich am Anfang erwähnt habe. Ich habe vorher gesagt, er erwähnt andere Philosophen, unter anderem Pythagoras. Beziehungsweise, das ist ein Bericht, wo er sagt, dass ein weiser Mann Folgendes gesagt hat, aber eine spätere Quelle behauptet, dass er hier Pythagoras meint, und das ist sehr, sehr wahrscheinlich, weil es nur Sinn macht, wenn das ein Philosoph ist, der dafür bekannt ist, dass er an Wiedergeburt oder Transmigration glaubt. Und die Geschichte ist ganz niedlich, oder vielleicht traurig und niedlich gleichzeitig. Hier ist die Geschichte. Als Pythagoras an einem kleinen Hündchen vorbeiging, welches gerade gequält wurde, Hündchen niedlich, gequält wurde, traurig, okay. An einem kleinen Hündchen vorbeiging, welches gerade gequält wurde, soll er Folgendes gesagt haben. Hör auf mit deinem Schlagen, denn es ist ja die Seele eines Freundes, die ich erkannte, wie ich ihre Stimme hörte. Also er konnte, als das Hündchen gebellt oder geweint hat, das klingt genau wie mein Kumpel. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie alle Freunde haben, die wie Hündchen klingen, aber er hatte einen. Diese Idee, dass Pythagoras irgendwie Tiere verstehen konnte oder mit Tieren kommunizieren konnte, ist auch in anderen Quellen belegt. Also es gibt Geschichten und viele Legenden über ihn, und bei manchen Legenden kommt es vor, dass er sich mit einem Tier unterhält und sogar seine Philosophie an den Tier weitergibt oder belehrt. Und in einem Beispiel überzeugt er einen Bär, dass der Bär an keine anderen Tiere Gewalt ausüben soll. Das ist doppelt interessant. Erstens, weil wir hier wieder die Idee haben, dass man Gewalt gegen Tiere vermeiden soll. Auch Tiere sollen vermeiden, Gewalt gegen Tiere auszuüben, wenn wir sie dazu bringen können, das zu vermeiden. Und der Bär ist irgendwie menschenähnlich genug, dass Pythagoras mit ihm kommunizieren kann. Also Pythagoreismus ist das Beispiel schlechthin aus der frühen Antike für Punkt 2. Tiere sind menschenähnlich, beziehungsweise sie sind sogar Menschen oder sie haben Seelen, die vorher Menschen waren und vielleicht das beim nächsten Mal wieder Menschen werden. Also von daher könnte man vielleicht sogar sagen, dass die Pythagoreer diese scharfe Grenze zwischen Mensch und Tier abschaffen wollen. Die wollen sagen, nein, es gibt nur Seelen, und ob eine Seele im Moment sich in einem Menschkörper befindet oder in einem Tierkörper, ist eigentlich ohne Belang, ist nur Zufall. Und deswegen könnte man die Pythagoreer vielleicht als alliierte Denker nehmen für die jetzige Denker, die diese scharfe Grenzen zwischen Menschen und Tiere nicht akzeptieren wollen. Also Affe, Mensch, das ist alles sehr verschwommen. Was ist ein Tier, was ist ein Mensch? Das ist irgendwie alles dasselbe. Wir sind doch alle Lebewesen am Ende. Eine ganze große Familie, nicht zwei Familien, Mensch und Tier. Und Pythagoreismus scheint sehr stark in diese Richtung zu gehen. Andererseits ist es auch bei dieser pythagoreischen Theorie der Transmigration wichtig,
dass es wirklich, dass es für uns interessant ist, ob unsere Seele in einem Menschkörper landet oder in einem Tierkörper. Und das Phänomen, das angebliche Phänomen, dass Menschen Seelen in Tierkörper dann hineintreten können und umgekehrt, könnte man so interpretieren, dass das irgendwie als Strafe gemeint ist. Also wenn wir uns in dem jetzigen Leben schlecht benehmen, werden wir dadurch bestraft oder dafür bestraft, dadurch, dass wir beim nächsten Leben als Tiere geboren werden. Und vielleicht sogar als schlechte Tiere, als Würmer oder Hunde oder was auch immer man nehmen will als ein Beispiel von einem nicht ansehnlichen Tier oder nicht gut angesehenen Tier. Und wenn das der Fall ist, wenn die Pythagoreer wirklich sagen wollen, dass Menschen dadurch bestraft werden, dass sie Tiere werden, dann ist es auch der Fall, dass es entscheidend ist, ob man einen Menschkörper hat oder einen Tierkörper hat. Das ist die Belohnung oder Bestrafung für das, was man vorher gemacht hat. Allerdings ist es nicht ganz klar, ob diese Theorie mit Strafe zu tun hat. Denn wir erstaunlich wenig Belege dafür haben und man vielleicht eine andere Interpretation geben könnte, nämlich dass wir nicht unbedingt dass wir im nächsten Leben nicht unbedingt den Körper bekommen, den wir verdient haben, sondern einfach den nächsten Körper, der sozusagen an der Reihe ist. Und das könnten wir auch aus einer Passage bei Herodot nehmen, weil er sagt, was Interessantes über die ganze Theorie des Wiedergeburts. Erstens, dass das alles aus Ägypten kam, also dass die Theorie ursprünglich aus Afrika stammt. Ein Vorgeschmack afrikanischer Philosophie, das ist eine afrikanische bzw. ägyptische Theorie, die von den Pythagoreern übernommen würde. Das ist übrigens eine Behauptung, die ziemlich oft vorkommt, wenn es um Vorsokratiker geht, dass sie irgendwie ihre Ideen aus Ägypten genommen haben. Zum Beispiel Thales hat angeblich in Ägypten Mathematik gelernt. Aber in diesem Fall geht es darum, dass die Theorie von Wiedergeburt ursprünglich ägyptisch ist und dass es dieser Theorie nach der Fall ist, dass die Seele, wie er sagt, sich immer in einem neuen Kleider kleidet. Also hier ist die Seele, die Seele ist der Mensch und der Körper ist sein Gewand. Kleidet sich in einen neuen Körper und muss dann durch alle Tierarten durcharbeiten, die Reihe nach vielleicht, bis die Seele dann in einem Menschkörper landet. Also wenn das der Fall ist, sollen wir alle sehr glücklich sein. Ja? Nicht nur, weil wir die Fragmente der Vorsokratiker lesen können, was Zufall ist, sondern auch wegen des Zufalls, dass wir alle im Moment im Menschkörper sind. Das sollen wir wirklich schätzen und ausnutzen, weil vielleicht werden wir alle für die nächsten 10.000 Jahre, zigtausend Jahre als Tiere leben müssen und nicht als Menschen. Das ist unsere Chance. Also es ist gut, dass sie alle Philosophie machen, weil das ist natürlich die richtige Wahl. Sie nutzen ihre Zeit sehr gut, dadurch, dass sie hier sind. Okay, also wenn die Theorie so war, also nicht, dass man mit einem Tierkörper bestraft wird, sondern dass man einfach die Reihe nach alle Körper bekommt, die man haben kann. Was wäre dann die Begründung dafür oder was kann man dadurch erreichen durch diese Theorie? Eine interessante Vermutung wäre, dass man dadurch erreicht, dass man alle möglichen Erfahrungen gemacht hat. Und hier können wir zurück zu Heraklit gehen, die diese
Beobachtung, dass verschiedene Tiere wahrscheinlich verschiedene Sichtweisen auf die Welt haben. Zum Beispiel, wir können wahrscheinlich gar nicht verstehen, wie es ist, lieber im Kot zu legen als im sauberen Wasser oder Gold als weniger wertvoll zu betrachten als Hackstreu. Aber wenn wir als Esel oder Schwein leben können oder könnten, dann würden wir diese Sichtweise auch gehabt haben. Und wenn wir alle Tiere schon, wenn wir schon als alle Tiere geboren waren, würden wir dieses gesamte Wissen oder würden wir alle diese Sichtweise auf die Welt gehabt haben. Und wir wären sozusagen allwissend. Das ist eine sehr ambitionierte Auslegung dieser Idee. Aber, oder diese Theorie, aber es ist irgendwie naheliegend, vor allem wegen dem, was wir bei Empedokles finden. Empedokles ist der interessanteste Vorsokratiker für unser Thema, weil er vieles zu Tiere gesagt hat. Das liegt zum Teil wahrscheinlich daran, dass wir einfach mehr von Empedokles haben als von den meisten Vorsokratikern. Wir haben sehr ausführliche Zitate oder Reste von seinem Gedicht oder sogar zwei Gedichte. Und Empedokles ist auch interessant, weil wir vor etwa 20 Jahren, man hat in Frankreich neue Fragmente seiner Werke gefunden in einer Bibliothek in Straßburg. Und dieses sogenannte Straßburg-Fragment hat dann die Menge von Text für Empedokles deutlich erhöht. Der Wissenschaftler, der das ediert und kommentiert hat, ist an der LMU, ist mein Kollege Oliver Primavesi, ist hier in der Altphilologie, also er ist der weltführende Expert für Empedokles. Okay, auf jeden Fall, Empedokles war unter anderem vielleicht, weil wir einfach so viel Text haben, aber auch sicherlich, weil er aus verschiedenen Gründen an Tiere interessiert war, hat relativ viel zu sagen über Tiere. Und dazu gehört, dass er auch an diese Wiedergeburtstheorie geglaubt hat. Und wie Pythagoras behauptete, dass er sich an seine frühere Leben erinnern konnte. In seinem Fall aber hatte er sich daran erinnern können, dass er vorher Tier war. Dieses Zitat ist sehr schön. Er sagte, ich bin schon ein Knabe gewesen und ein Mädchen, ein Busch und ein Vogel und ein aus dem Meer springender, wandernder Fisch. Das ist ein Zitat aus seinem Gedicht. Das ist schön, oder? Soll ich das nochmal vorlesen? Ich bin schon ein Knabe gewesen und ein Mädchen, ein Busch und ein Vogel und ein aus dem Meer springender, wandernder Fisch. Also das Erste, was für mich hier auffällig ist, ist, dass er auch eine Pflanze war. Er war ein Busch. Für ihn also scheint es, dass die Wiedergeburtstheorie, Transmigrationstheorie, sogar alle Lebewesen einschließt, selbst die Pflanzen. Also alles, was lebt, kann man werden. Die Seele geht von einem Gestalt zum nächsten. Manchmal ist es eine Pflanze, manchmal ein Tier, manchmal eine Frau, manchmal ein Mann. Man hat alles sozusagen erlebt und das ist sehr wahrscheinlich sein Punkt. Also was Empedokles mindestens unter der Theorie verstehen wollte, war genau das, dass er das volle Maß an Weisheit und Verständnis erreicht hatte, weil er all diese verschiedenen Lebewesen schon war. Also das ist interessant. Auch interessant ist, dass er sehr deutlich erklärt, was die Verbindung zwischen Wiedergeburtslehre ist und das Vermeiden von Fleischkonsum. Denn es eine andere Passage bei ihm gibt, wo er das sehr wichtige Praxis in der algerischen Gesellschaft, nämlich Tieropfer, kritisiert hat. Anscheinend würde er als Exil aus seiner Heimatstadt weggeschickt, vielleicht weil er
dieses Praxis von Tieropfer angegriffen hat. Das war wirklich sehr wichtig in der griechischen Gesellschaft, war Basis der ganzen Religion. Wie wir später sehen werden, hat Porphyrios das auch abgelehnt. Das ging übrigens so, dass man das Tier geschlachtet hat und dann gebraten oder gekocht irgendwie. Und dann haben die Menschen, die an der Feier teilgenommen haben, sie haben alle Fleisch gegessen und ein Teil des Fleisches und den Knochen wurde verbrannt und das war für die Götter. Also die haben den Rauch genommen und die anwesenden Menschen haben das Fleisch gegessen. Und Empedokles ist sehr dagegen. Und das ist wie die Geschichte mit dem Hündchen bei Pythagoras. Er war deswegen dagegen, dass man vielleicht aus Versehen einen Mensch ist. Und nicht nur irgendeinen Mensch, sondern einen ganz bestimmten Mensch, nämlich zum Beispiel dein Großvater. Hier sein Zitat. Der Vater hebt den eigenen Sohn auf, der sich in seiner eigenen Gestalt verändert hat, schlachtet ihn und betet dazu. Der blinde Tor, den Sohn der Herzerin klagt und ihn anfleht, während er opfert. Er aber, taub gegen die Schreie, schlachtet ihn und bereitet im Haus ein übles Mahl. In derselben Weise ergreift der Sohn den Vater und packen die Kinder die Mutter. Sie rauben ihnen das Leben und verspeisen das Fleisch ihrer Lieben. Ups. Also was er sich hier vorstellt, ist, dass ein Mann zum Beispiel ein Schaf schlachtet als Tieropfer. Er weiß aber nicht, dass dieses Schaf sein gestorbener Sohn ist. Die Seele von dem Sohn ist jetzt im Körper des Schafes und er schlachtet deswegen seinen Sohn und isst ihn auf. Sehr schlecht. Oder eben die Mutter, ihr Kind oder das Kind der Mutter, die Großvater, Großväter und Großmutter und so weiter und so fort. Sie sehen den Punkt. Also das ist, würde ich sagen, ein sehr überzeugender Grund, Vegetarier zu sein. Also wenn sie wirklich, und ich meine, das können wir nicht ausschließen, ja. Also selbst wenn sie denken, okay, es ist wahrscheinlich nur 0,01% wahrscheinlich, dass dieses Tier mein Großvater war, vielleicht soll man trotzdem nur auf Nummer sicher gehen und das Tier nicht essen. Aber was ich hier interessant finde und ich wollte darauf Aufmerksamkeit ziehen, die Begründung, die wir hier für Vegetarianismus bekommen, aus Pythagoras und ausdrücklich bei Empedokles, ist nicht zum Beispiel, dass Tiere wertvoll sind oder Rechte haben und deswegen sollen wir sie nicht essen. Die Begründung ist, vielleicht hast du Pech und das Tier ist mit dir, ist nicht nur ein vorheriger Mensch, sondern ein Mensch, der dein Freund war oder dein Verwandter ist. Und natürlich könnte man so Pech haben, das wäre vielleicht ein ausreichender Grund, kein Fleisch zu essen, ist aber sehr weit von den Gründen, die wir haben, normalerweise kein Fleisch zu essen und ist irgendwie nicht einmal eine ethische Theorie. Das hat nichts mit Tiere im Allgemeinen zu tun, das hat nur damit zu tun, dass man die Verwandte und Freunde nicht essen soll. Und das ist natürlich wahr, im Allgemeinen, ich meine, in der Regel lehnen wir das auch ab, aber es scheint zu suggerieren, dass zu implizieren, dass wenn wir irgendwie feststellen könnten, vielleicht sagt ein Priester, keine Sorge, dieses Schaf ist nicht mit dir verwandt, dann könnten wir das Schaf essen. Ja? Und das also ist vielleicht nicht, was wir wollen in einer Tierethik. Das andere, was Empedokles über Tiere gesagt hat, was interessant ist, geht zurück zu dem, was ich vorher über Anaximander gesagt habe, wo die Menschen aus den Fischen vorkommen. Empedokles hat eine sehr ambitionierte kosmologische Theorie, wonach die vier Elemente, er ist übrigens der erste Philosoph in der griechischen Tradition, der diese vier Elemente anerkannt, Feuer, Erde, Wasser, Luft. Und seiner Meinung nach er hat eine Kosmologie, wo Folgendes passiert. Die vier Elemente
sind eine homogene Sphäre. Die sind alle durch und durch gemischt, damit alles perfekt in Gleichgewicht ist. Dann mit der Zeit, durch Zorn, wird diese Sphäre auseinandergelegt und da entstehen verschiedene Mischungen, die dann verschiedene Tierteile werden. Wir kommen auch in einer Sekunde komme ich dazu zurück. Und dann kommen diese Teile zusammen, bilden Tiere und Menschen. Und dann geht dieses Prozess weiter, bis die Mischungen auseinanderfallen und am Ende hat man die vier Elemente getrennt. Also Erde, Wasser, Luft, Feuer, als vier Sphären, die ineinander gereiht sind. Dann geht das alles rückwärts, die schmelzen wieder zusammen, bilden wahrscheinlich wieder Tiere und Menschen und so weiter und verschmelzen, bis sie wieder diese homogene Sphäre bilden. Super verrückt, die ganze Theorie. Es ist wirklich eine steile Theorie, könnte man sagen. Und wir haben keine Zeit, die ganze Begründungen und so weiter zu diskutieren. Was aber interessant ist, ist, dass er auch eine Erklärung hat, woher Tiere kommen. Und zwar durch ein natürliches Verfahren, wo zuerst Teile sich bilden und dann als Tiere zusammenkommen. Und diese Theorie wird von Aristoteles besprochen und auch kritisiert. Und ich habe ein Zitat, wo das sind angeblich die Wörter von Empedokles. Der Erde entsprossen viele Köpfe ohne Hälse. Nackte Arme irrten hin und her sondern Schultern und Augen allein schweiften umher der Stirnenbar. Da, heißt es, wuchsen viele Geschöpfe hervor mit doppeltem Gesicht und doppelter Brust, Geschöpfe von Männern hintern Ochsen. Tauchten auf, andere umgekehrt, Männerleiber mit Ochsenköpfen, Mischgeschöpfe, hier Männer, dort frauengestaltig, mit beschattenen Schamgliedern versehen. Wow, also das heißt getrennte Augen rollen hin und her, Schulter ohne Arme, Arme ohne Schulter, dann kommen sie zusammen und bilden furchtbare Gestalter wie Männer mit Ochsenköpfe und so weiter oder umgekehrt. Und was interessant ist, ist, dass er sagt, dass die nicht passende Mischungen ausgestorben sind, weil sie nicht fortpflanzen konnten. Manchmal wird das als eine Art Evolutionslehre bezeichnet, was ich weil die nicht fähige oder nicht passende Tiere aussterben. Das klingt ein bisschen wie Darwin. Ich würde aber sagen, dass das eher ein gutes Beispiel ist für Punkt 3. Also sein Punkt ist, dass die richtigen Tiere sind die Tiere, die harmonisch zusammengebaut sind, nicht diese sozusagen gegen die Natur zusammengepresste Ochsenmänner sind, sondern Ochsen oder Menschen. Ja? Also es ist irgendwie teleologisch, es ist alles so, wie es sein soll, wenn die Tierarten entstehen, die wir kennen. Man könnte fast sagen, dass die Tierarten, die überleben, sind die, die ästhetisch richtig sind oder die passend sind. Und dass die Tatsache, dass sie fortpflanzen können, das ist nur ein Zeichen dafür, dass sie passend sind. Okay, letztlich wollte ich in den letzten 15 Minuten Platon besprechen. Der natürlich all diese Theorien und Ideen aus den Vorsokratikern kennt und aufnimmt, um seine eigenen Theorien vorzuschlagen. Unter denen ist die Lehre der Transmigration. Das kommt in mehreren Dialogen vor, zum Beispiel in dem Phaidon, auch im Timaios. Und hier ist wirklich klar, dass die richtige Auslegung der Wiedergeburtslehre für Platon ist die, die wir erwähnt haben,
die mit Strafe zu tun hat, Strafe und Belohnung. Nicht, ich muss durch alle Theaten gehen, um alles zu erfahren, sondern ich werde zum Beispiel Wolf, weil ich ein Vielfraß war oder sowas. Zum Beispiel in dem Phaidon, das ist Phaidon 81 bis 82, falls Sie wissen wollen, wo das ist, sagt Sokrates, natürlich werden die Seelen der schlechten Menschen in einen von solchen Sitten gebunden, deren sie sich befleißigt hatten im Leben, die sich ohne alle Scheu der Vollerei und des Übermuts und Trunkes befleißigten. Solche begeben sich wohl natürlich in Esel und ähnliche Arten von Tieren. Die aber Ungerechtigkeit, Herrschsucht und Raub vorzogen, diese dagegen in die verschiedenen Geschlechter der Wölfe, Habichte und Geier. Und dann sagt er, dass die allgemeine und bürgerliche Tugend nachgestrebt haben, werden Bienen oder Wespen oder Ameisen oder, wenn sie Glück haben, sogar Menschen. Ähnlicherweise finden wir im Timaios, das ist ein Dialog, der eigentlich ein Monolog ist von einem Philosoph namens Timaios, wo er Platons Kosmologie vorstellt. Und am Ende erklärt er, wie die Seelen durch die verschiedenen Tierarten dann durchgehen, aber immer als Strafe. Und sagt, dass die Menschen, die feig waren, werden Frauen. Die unschuldig waren, aber ein bisschen dumm, werden Vögel. Und die ganz blöd waren, werden vierbeinige Menschen, Entschuldigung, vierbeinige Tiere, weil sie vorgezogen werden in Richtung Erde, weil anstatt hoch zu denken, haben sie niedrig gedacht und deswegen neigen sie nach vorne, bis sie Vierbeiner werden. Und die blödesten Männer werden Fische. Nicht die blödesten Menschen, die blödesten Männer. Wir fangen alle als Männer an und werden dafür bestraft, weil dass wir nicht gut gelebt haben, dadurch, dass wir Frauen oder Vögel, Landtieren oder Fische werden. Das ist natürlich nicht sehr erfreulich. Man soll auch aber dazu sagen, dass es manchmal bei Platon komplizierter ist, diese Wiedergeburtslehre. Zum Beispiel in dem letzten Buch der Politeia haben wir einen Mythos, wo wir eine Erzählung bekommen, dass die Seelen ihr nächstes Leben aussuchen dürfen und dass wir in diesem Leben Philosophie betreiben sollen, damit wir diese Wahl des nächsten Lebens gut machen. Und in dieser Erzählung kommt es vor, dass manche Seelen, die das letzte Mal Menschen waren, wählen, wieder als Tier geboren zu werden. Zum Beispiel, weil sie was gegen andere Menschen haben, weil sie so schlecht behandelt wurden. Sagen Ajax, das kommt vorhin, er will Tier werden, weil die Menschen ihm ungerecht behandelt haben. Glaube, er wird ein Löwe. Entsteht natürlich die Frage, wie ernst wir das alles nehmen sollen. Also offensichtlich will er eine Verbindung zu dieser früheren pythagoreischen Theorie des Wiedergeburts schlagen. Aber können wir das mit seiner philosophischen Ansichten verbinden? Ich würde sagen, ja, klar. Weil wenn wir an die Seelentheorie von Platon denken, das, was einfällt, ist, dass er zum Beispiel in dem Phaidon, das ist wahrscheinlich das beste Beispiel, und das ist auch ein Dialog, wo diese Wiedergeburtslehre vorkommt. Da will Platon sagen, dass die Seele unkörperlich ist, dass die Seele den Tod des Körpers überleben kann und einfach weiter existieren kann. Er hat auch diese Wiedererinnerungslehre für Erkenntnis oder Wissen, dass das, was wir Wissen nennen, ist eigentlich Erinnerung von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, als die Seele von dem Körper getrennt gelebt hat und die Formen oder Ideen gesehen hat und so weiter. Also wir haben kurzum die platonische
Seelenlehre, unkörperliche Seele, die unabhängig von dem Körper ist und auch getrennt überleben kann. Wenn man das glaubt, dann haben wir mindestens einen Riesenschritt in Richtung einer Wiedergeburtslehre genommen, weil es mindestens möglich ist, dass die eine und dieselbe Seele zuerst Mensch sein kann, dann Tier, dann wieder Mensch oder eine Tierart, dann eine andere Tierart und so weiter, weil es für die Seele zufällig ist, welchen Körper sie hat. Wenn zum Beispiel Aristoteles sagen würde, nein, die Seele ist die Form des Körpers, und deswegen ist es unvorstellbar, dass eine Tierseele eine Menschseele werden könnte, weil das sind zwei verschiedene Arten von Form. Also von daher würde ich das eigentlich ernst nehmen und diese Mythen über Wiedergeburt mindestens als kompatibel mit seiner philosophischen Seelenlehre sehen. Trotzdem könnte man verschiedene Fragen stellen, die er eigentlich nicht beantwortet. Zum Beispiel, wenn eine und dieselbe Seele zuerst Pferd ist und dann Mensch und dann Otter oder was auch immer oder Ochse, wenn diese Seele in diesem Körper, in meinem jetzigen Körper zum Beispiel denken kann und philosophieren kann, wieso kann die Seele das nicht machen, wenn die Seele sich in einem Pferd befindet? Vor allem, weil die Seele, es scheint nicht, dass der Körper die Seele beeinflusst, sondern kontrolliert die Seele den Körper. Das ist sogar ein Argument in dem Phaidon für die Unsterblichkeit und Unabhängigkeit der Seele, dass die Seele eher den Körper steuert, als dass der Körper die Seele beeinflusst. Also wieso dann verliert die Seele all diese Fähigkeiten, die wir mit der menschlichen Natur verbinden, sobald die Seele sich in einem Tierkörper befindet? Das ist ein Rätsel, was Platon nicht löst. Eine Idee wäre vielleicht, dass diese Fähigkeiten immer noch da sind und der Seele gehören. Die Seele kann sie aber nicht zeigen. Ja? Vielleicht denkt sogar die Seele die ganze Zeit, aber und meine Katze, ich habe eine Katze namens Pepper, und das würde heißen, Pepper, vielleicht philosophiert sie den ganzen Tag und das kann ich nur nicht sehen, weil wie sollte ich das sehen? Ich kann nur sehen, dass sie unbedingt fressen will, und zwar jetzt. Also, und das werden wir nochmal besprechen, wenn wir Porphyrios besprechen. Dann letztlich wollte ich auch erwähnen, unter Punkt 3, dass Platon diese Neigung, die wir schon bei den Vorsokratikern beobachtet haben, Vergleiche zwischen dem ganzen Kosmos und einem Lebewesen zu machen. Diese Neigung kommt auch bei Platon vor. Übrigens, die Geschichte mit Empedokles, dass die Welt wie eine Sphäre anfängt, dann wird komplizierter, bis das vier Elemente dann bildet, das könnte man auch irgendwie organisch auslegen. Das ist irgendwie wie die Entwicklung eines Tiers, ein Tier, das älter wird oder durch ein natürliches Veraltungsprozess geht, vielleicht. Aber bei Platon ist es sehr, sehr deutlich, dass der Kosmos ein Lebewesen ist. Das sagt er ausdrücklich in dem Timaios. Erstens lässt der Timaios, der Sprecher, sagen, dass Gott, der Demiurgos, der göttliche Handwerker, der den Kosmos baut oder gestaltet oder schafft, macht ihn als Abbild der Form oder der platonischen Idee des Lebewesens. Also es gibt eine Form des Lebewesens und der Kosmos ist das perfekteste Abbild davon, genau wie wir auch Abbilder dieser Form sind. Und wenn das nicht deutlich genug wäre, sagte er auch, dass der ganze Kosmos, das ganze Universum, hat eine Seele, die sogenannte Weltseele, die den Körper des Kosmos durchdringt und irgendwie steuert, genau wie unsere Seele unseren Körper steuert. In der ersten Linie, was er hier erklären will, ist himmlische Bewegung. Also die
kreisförmige Bewegung der Himmelskörper um unsere Erde, wie er das versteht, entstehen dadurch, dass die Seele die Himmelskörper in Bewegung setzt. Im Allgemeinen versteht er die Seele nicht nur als Prinzip des Denkens, sondern auch als Prinzip der Bewegung, also Fortbewegung. Und die erste Fähigkeit, die der Kosmos wegen der Weltseele hat, ist eben kreisförmige Bewegung. Deswegen sagt er eigentlich in dem letzten Satz des ganzen Dialogs, sagt Timaios, nachdem die Welt in der obigen Weise mit sterblichen und unsterblichen belebten Wesen ausgerüstet und erfüllt worden, ist sie so selbst zu einem sichtbaren Wesen dieser Art geworden. Also das Universum ist ein Lebewesen, ein Tier, was andere Tiere einschließt, wie wir und auch natürlich andere Tierarten. Und diese Idee werden wir später besprechen, das müssen Sie festhalten, weil ich werde diese Theorie der Weltseele besprechen, wenn wir Latein-Mittelalter erreichen. Und das geschieht erst so um Weihnachten oder so. Also Sie müssen das im Kopf bis dann halten, aber ich werde Sie natürlich daran erinnern. Okay, jetzt haben wir ein paar Minuten für Fragen, falls jemand Fragen hat. Yes.